Und damit herzlich willkommen zurück zu Derail Valley. Eigentlich wollte ich ganz was anderes aufnehmen, aber es hat sich gestern im Discord da so eine Sache ergeben, die kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Und zwar haben wir eine ganz angenehme Runde gehabt und einer in der Runde hat dann gemeint, dass er von einem Zuschauer von meinen Derail-Videos das Feedback bekommen hat, dass das, was ich da fahre, ja gar nicht so schwer gewesen ist. Dass das ja eigentlich noch leicht war. Okay, dann werden wir jetzt heute mal was wirklich Schweres fahren. Ich habe dazu 5 Aufträge. Der erste hier hat 231 Tonnen. Der zweite 867 Tonnen. Der Flying Kipper, keine Ahnung, was das ist. Dann nochmal 231 Tonnen für die Lebensmittelfabrik und Stadt. Nochmal 264 Tonnen Sauerstoff. Und zum Schluss nochmal 315 Tonnen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Sprich, wir fahren jetzt über Stahlwerk zur Lebensmittelfabrik und Stadt. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das ganze Zeug hier überhaupt rumsteht. Das ist bei E30, E110 und E40. Okay. Frage, wo ist E? Was ist das hier hinten? Ja, das ist hier. Das heißt, da unten haben wir schon mal welche. Was ist, wo ist 110? Wo ist 110? Ah, das ist 110. Okay, die ganze Ladung hier. Fisch. Ist überall das gleiche drin? Fisch. Okay, ja passt. Dann weiß ich jetzt erstmal Bescheid. Machen wir unsere Loks fertig und ich hoffe, die 2 Loks reichen für das kleine Abenteuer. Gehen wir einfach mal hier rein. Tür auf. So. Das soll es gewesen sein. So, komm. Ein bisschen primen hier. Und los geht's. Sehr gut. Und bei dem Kollegen noch. Sehr gut. Einmal Motor starten hier. Dann kriegen wir es auch ohne Prime hin. Ja, ist an. Okay, sehr gut. Wollen wir kontrollieren. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal bereit hier. So, war nochmal rein. Licht vorne. Machen wir maximal. Regler vor, vorwärts. Sonst irgendwas vergessen. Lüftung. Stimmt. Das sollte ich auch vielleicht bei dir machen. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Das Einzige, was wäre, ist... Bremse. Da wäre es weg. So, mal schauen, ob er jetzt zufrieden ist. Jo, passt. Na dann, gib mal Schmackes. Oh, und auch noch Saubäder mit dazu. Also nochmal gucken. E30, E110 und E40. Das könnte ich mir eigentlich gerade schon mal richtig einstellen. Ich glaube, ich mache zuerst mal die kürzeren. So. Gehen wir mit den untersten. Ja, das war dann hier. E30. Oh, das wird dann spaßig.
den ganzen Ankuppeln hier. Sobald das dann lang ist. So, die Fernbedienung ging ja hier nicht bei dem, ne? Ah, shit. Könnte man natürlich den Mod aktivieren, wo das dann funktioniert. Das, glaube ich, wäre eigentlich nur ganz praktisch. Jo, das war jetzt ein bisschen fester. Aber nur so ein bisschen. Ach, stimmt ja. Ich habe ja die Dinger da aktiv. So, einmal ran. So, dankeschön. Und wir sollten jetzt gerade nochmal schnell die Wagennummern überprüfen. Das ist jetzt der für die 3. 712. Ja, das schaut gut aus. Okay. Und hier hinten. 214. Das passt auch. Okay. Ja, wir bleiben mal in der Lok hier drin. Oh, einmal rückwärts bitte. Dankeschön. So. Ja, wunderbar. Warum habe ich so die Vorahnung, dass es irgendwie schief gehen wird? Also entweder Unfall oder zu wenig Leistung. Geschwindigkeit. Ich bräuchte jetzt einen Rangierbegleiter. Beziehungsweise, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen cheaten. Weil cheaten ist relativ. Södele. Ich nicht sagen, bei dir zu gucken. Okay, Kamera, du hast mich nicht gern. Ja, ich sehe. E40 einmal auf. So. Sag mal, willst du mal anhalten? Kamerafokus. Hier, danke. Und vorwärts. Komisch. War das vorher die ganze Zeit schon so gehighlightet? Vor allem bin ich schon mal sehr drauf gespannt, wie die Bremse sein wird, sobald der ganze Zug hier zusammen ist.
bremst jetzt schon nicht so geil. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. So, bist du hier komplett dran? Nee, ne? Da ist aber das hier nicht dran. Ah, shit. Okay. Gehen wir mal kurz raus. Wo war das jetzt? Ich glaube, ich bin... Ach, hier. So, einmal runter. Aber hier trotzdem... Nee, die sind offen. Auch offen, gerade mal die Lok kontrollieren. Ja, alles gut. Okay, jetzt kommt der ganz lange da hinten. Ah, falsche Lok. Oh, das wird doch in der Katastrophe enden. Bremse, nix gut. Warum nix gut? Ach, weil... Stimmt ja. Ich habe ja die Handbremse vergessen. Bitte lass es hier ganz hinten sein. Oh, habe ich Glück. Hätte gerade wieder suchen müssen. Ah, oh, was ist damit? So, jetzt passt's. Okay. Rückwärts, dankeschön. Ich glaube, ich stelle mal hier mal eine Lampe rein. Beziehungsweise. Wir hätten hier drin ja Licht. Wo ist der Lichtschalter? Scheibenwischer. Sand, Pfeife. Wo ist der Lichtschalter für hier drin? Hier drin? Nee. Kann es eigentlich auch über das machen. Anders, FMS aus. Ja. Okay. Dann einmal raus hier bitte. Ja, das. Nee, oder? Wo ist es jetzt weg? Hä, warum? So, ready to unlock. Okay, wir müssen da nochmal ran. Achso, Moment mal. Jetzt habe ich ja keine Luft mehr hier drin. Also kann ich gerade wieder zumachen hier. Ja, das fängt schon mal sehr gut an. Ging aber schnell. So, machen wir das mal von hier bis rums macht. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die Stelle nochmal wieder finden. Wie haben wir es denn? Sehr gut. Okay. Bist du jetzt zufrieden? Dankeschön. Bitte jetzt nicht nochmal abreißen beim Rückwärtsfahren. Geh fertig, aber funktioniert. So, hier mal raus. Einmal auf den letzten Wagen, bitte. Dankeschön. Ich glaube, die Länge wird ein Problem werden. Ah, die Lok ist eigentlich auch noch ganz geil gewesen, wenn wir die nur mitnehmen könnten. Also könnte man. Aber ich will jetzt nicht allzu lang rumfahren. Und die zwei Sachen liegen so schön auf dem Weg. Oh,
Aber es hat halt schon was, wenn so ein langer Güterzug was über die Weichen drüber fährt. Oh nee, was tue ich hier nur? So, einmal bremsen. Wir müssen da rein und dann passt es auf das unterste. Sehr gut, vorwärts. Da müssen wir mal schauen, wo die Stahlsachen sind. Ich vermute mal irgendwo da hinten. Beziehungsweise, sobald wir bei den Wagen hier angekuppelt haben, werde ich wohl mal ganz kurz einen Cut machen und mir den Mod aktivieren, dass sich die Lok da vorne mit der Fernsteuerung bedienen kann. Dann wäre das ein bisschen einfacher. Ich meine, es geht so schon auch. Aber ich würde es irgendwie geil finden, wenn ich da vorne auf dem Wagen stehe. Er wird nicht langsamer. So, schön Piado. Ich bin den guten Lachstar. Hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Lachsbrötchen. Gut. Nice. So. Holy shit, das ist jetzt schon echt lang. Sie einmal ran da. Sehr gut. Aufmachen. Aufmachen. Ah, ich glaube, ich werde das bereuen. Okay. Hallo, F-Taste. F-Taste. Hallo, danke. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Cut. Ich hole mir mal ganz schnell den Mod dafür. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, dranbleiben. So, da wäre ich wieder. Wir haben jetzt hier Remote Control Support für die Lokomotive. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut für das Stahlwerk. Ein Wagen steht bei E10.0 und einer bei D3.0. Und E10.0, das ist gerade hier daneben. Sprich, wir brauchen die Weiche da. Okay, mal ausprobieren. Wir müssen rückwärts. Ich glaube, die Bremse gar nicht drin. Okay. Dann gib mal Gas. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir werden dann ein Caboose brauchen. Das ist mit der Range nicht so geil. Zug wird so lang. Oh komm, Leerlauf. Nur für den Fall der Fälle. Wenn ich das Caboose vorne am Zug temporär ran mache, zählt das dann schon als Funkverstärker? Ja, der Zug ist eindeutig zu lang. Wobei, da würden jetzt ein paar Leute sagen, zu lang gibt's nicht.
Da muss ich an TD2 an den einen Vortag denken. Da haben wir da schon extreme Züge gehabt. Ja, jetzt wird's ziemlich kritisch. Wir könnten das Caboose einfach da so in der Mitte reinmachen, ne? So als Trenner. Zwischen Stahlwerk und der Lebensmittelfabrik. Ja. Jetzt sagt die Fernbedienung gleich mal Tschüss. Oh, ein kleines Stückchen noch. Jo, ziemlich ungeil. Wir werden uns gleich mal probieren, das hier anzuschließen. So, bitte bremsen. So, mal kurz gucken. Aufgleis entfernen, Spawner. Caboose. Offener Wagen, Dreisine-Schildgutwagen. Castorwagen, Personenwagen, nee. Wo ist das Caboose-Ding hin? Nee, das auch nicht. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich meinen... Oh, warte mal. Oder ist der in einem anderen Menü? Spawner entfernen, aufgleisen. Nummer, Fireman kann reskin LED, Schaden, Güterbelader. Nee, das... komisch. Das müsste ich doch eigentlich... Viehwagen, Personenwagen, Castorwagen... S60, ne? Irgendwie taucht es hier nicht auf. Komisch. Ja, gut. Ist, wie es ist. So, ich wollte jetzt da gerade schon rangehen. Also, einmal hier ankuppeln, bitte. Dann muss ich es vielleicht doch auf die alte Variante machen. Holy shit, ist der Zug lang. Ne, wird noch länger. Wieso tue ich das? Kann man denn noch rausfinden, wo die ist? So weit müsste eigentlich gar nicht weg sein. Also ich vermute mal, das ist gerade da unten eventuell. Ob das leicht größenwahnsinnig ist, was ich jetzt hier mache? Also für amerikanische Verhältnisse immer noch klein. Könnten uns dann eigentlich beim Stahlwerk diese Akkulok da dann holen und die dann auch entsprechend auf die richtigen Gleise hinbringen. So als Idee. Ich glaube, ich möchte hier mal ein bisschen mehr bremsen. Nice. So, weg damit. So, Handbremse hier beim ersten oder beim letzten? Oh ja, geil. Okay, das wäre dann das. Jetzt brauche ich nur noch D3.0.
Bitte sag mir, dass du hier unten bist. Nee, das sind hier die Personenzüge. Wo ist D30? Ist das da unten? Es ist G. Wo ist denn D? Wer sind die Gleise denn hier? Schriftung. Es ist F. Nachdem wir halt nur hier E haben. Wo könnte es noch sein? Es könnte sein, dass es hier unten ist. Und jetzt rüber zu den... Ah, hier vielleicht. Es ist G. Muss ich hier runterfahren? Es ist D. Oh, shit, ich muss hier runterfahren. Also, D30, ich brauche... Ah, ich brauche D30. Es sind auch wieder ein paar Wagen. Ja, spaßig. Okay, dann können wir gerade mal die Weichen kontrollieren. Wir müssen da einmal rein. Sieht man halt ein bisschen schlecht hier. Aber okay. Wie schauen wir hier aus? Das ist nicht gut. Okay, passt. Dann gehen wir jetzt eben hier einfach da mal entlang. Das passt. Das passt nicht. Die kann mir grundsätzlich egal sein. Und... Ja, passt. Oh. Wieso kann ich da hinten das Kabus eigentlich nicht ranmachen? Also, warum kann ich es nicht spawnen, besser gesagt? Ich tue mal ganz kurz nachgucken bezüglich der Kabus-Geschichte, weil dann kann ich vielleicht doch nochmal ein bisschen hier mit dem... Ja, mit der Remote Control hier rumrangieren. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, hat sich herausgestellt, ich war einfach nur doof. Das war schon in der Spawner-Liste drin und ja, Güterzug-Begleitwagen heißt es da drin. Södele. Mensch, lang waren wir hier nicht mehr drin. Stimmt ja, da können wir da alles hier angucken. Könnte man eigentlich versuchen, den mal von hier hinten zu fahren. So rein theoretisch. Also, gut. Wir machen jetzt mal einen Abflug. Einmal Reverse, bitte, danke. Gut. Und dann gib mal Gas. Schau, wie lange es dauert, bis wir hier hinten losfahren. Okay. Nee, komm, lass mich da. Hallo. Ja, also wirklich viel mehr sehe ich jetzt da auch nicht. So, besser. Und das Schlimmste wird dann sein, gerade der allererste Anstieg da hinten. Da bin ich schon ein paar Mal verreckt. Zuletzt mal mit einer Gruppe von denen hier. Holy shit, man sieht die Lok da gerade noch. Hat noch so da hinten. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, einfach so einen mega fetten Erzzug oder so zu machen. Der wäre schwer, aber nicht ganz so lang. Und schnell fahren, glaube ich, kann ich mir damit jetzt eh auch abschminken.
wäre bei der Strecke von Derail Valley jetzt nicht das Allerschlaueste. Das sollte man vielleicht nicht so schnell machen. Man sieht es halt anhand von der Funkleistung halt schon, dass es schon ein bisschen grenzwertig ist, was ich da mache. So ultra viel länger, glaube ich, soll es doch nicht mehr werden. Bringt mir das Kabuster nichts mehr. Müsste ich anderweitig cheaten. So, ich würde sagen, wir bremsen. Ich meine, reagiert oder bis jetzt eigentlich noch ganz gut? Oh, das geht so schief. So, vorwärts bitte. Dieses dumpfe Grölen von da hinten. Da hat man jetzt richtig gut gesehen, bis die Wagen zusammendrückt. So, ich fahr mit. So, schön Piano. Nicht, dass ich dann wieder da in den Büschen hier drin lande. Das hat aber so geil ausgesehen, als ich da reingerutscht bin. Ich glaube, jetzt wo ich das Ganze hier so sehe, werde ich mir, glaube ich, noch einen Slug dran klatschen. Nur so für alle Fälle. Oder soll ich es zuerst probieren mit zwei? Nee, ich glaube, wir machen das mit einer Slug dran. Ja, genau, wenn wir hier 60 fahren. Zedre. Jetzt nichts rausspringen, dann bin ich echt happy. Dann kann es gerade direkt losgehen. Das sieht echt schlimm aus. Oh Mann. Inwiefern würde der abbremsen, wenn ich die Handbremse rein tue? Soll ich. Na, ich glaube, ich lasse es jetzt mal da rumzuspielen. Aber vielleicht beim kleineren Zug mal. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, dass mir das irgendwie entgleist. Bremse. Mehr bremsen.
Ja, hätte schlimmer sein können. Okay. Hallo? Hütten? Danke. Oh, Spiel. So, einmal dann hier ran. Huge. Das wäre dann unser Zug. Mit dem Caboose dazwischen. Aber nicht so schlimm. Sollen wir hier nochmal die Nummer kontrollieren? Das war die 30577. Wunderbar. Das ist eh nicht so schlecht, dass das dazwischen ist. Dann weiß ich gerade, was die einzelnen Zugteile hier sind. Okay, also, die müssen wohin? Der muss auf B3I. Und der muss auf B3I. Hab ich ein Glück. Muss ich nur ins richtige Gleis reinfahren. Gut. Alter, krass. Das. Holy shit. Was ich gelockt bin ich mal. Holy shit. Da ist die Lok. Irgendwo da hinten. Zugende. Okay. Also ich hoffe, der Zug ist jetzt lang und schwer genug. Hier können wir eigentlich auf neutral bleiben. Dann machen wir mal aus hier. Das lassen wir mal an. So. Und weil das gerade so ein fetter Zug ist, wenn wir uns da vorne so ein Slackteil noch ranklatschen. Aufgleisen, Spawner. Wo haben wir das denn? Irgendwo bei den Loks, glaube ich, sein. Ja. Natürlich. Ist es schlau, dass ich das vorn ran mache? Ja, warum eigentlich auch nicht? Södele. Wo ist denn hier so Licht da vorne? Ach da. Was sind die Schalter, die ich letztens gesucht habe? So. Wieso blinkst du? Weil ich die Handbremse vergessen habe. Ach Mann. Da war ja was. Da. Jetzt ist aber gut. Ich mache einfach den ganzen Hafen hier einmal dicht. Okay. Da mal kurz vor. Ja gut. So, einmal der. Gehst du auf? Dankeschön. Und den hier. Okay, der sieht ein bisschen falsch aus. Nur so ein bisschen. Aber jetzt haben wir hier Saft. So, Handbremse hier weg. Wie war das? Wie konnte ich bei dir... Konnte ich bei dir nicht irgendwas machen? Wie kann ich bei dir die Lichter einstellen? Achso, du bist jetzt hier wieder ausgegangen. Ist jetzt wieder an? Jo. Okay. Ich glaube, wir sollten noch auf Speichern. So. Und dann geht die Willefahrt los. So. Oh, bitte lass es gut gehen. Also mal langsam anfahren, bis wir da alles auf Zug haben. Es sieht aber nicht schlecht aus.
Das ist einfach irre. So, streckentechnisch. Ich glaube, wir fahren wieder die kurze Variante da so drüber. Oder soll man das Schlimme hier unten fahren? Dann hier so rauf. Ja gut. Fahren wir doch mal die Strecke hier so. Ja, ein bisschen mehr Gas darf sein. Ah, shit, da geht die Tür nicht auf. Ja, wobei, da hinten, glaube ich, sollte man nicht so schnell fahren. Das davon ist auch gut, wir fahren nicht zum Militär. Komm gleich wieder. Irre. Kann ich da oben rauf? Das ist immer noch da hinten. Alter. Ja, da mache ich mal einen Screenshot. Holy smokes. Ich würde jetzt gern wissen, wie lang das ist. Ja, wobei, ich kann es mir eigentlich ausrechnen. Ja, wieder mal hier rein. Ich meinte, stehen da nicht die Längen drin? Zugwert, Zuggewicht, Zuglänge 126. 126, 240, 126 und 144 und 62. Ah, oh, nicht klar. So, was macht der Tacho? Ja, gut. Ich glaube, schneller als 20 sollte man vielleicht gar nicht fahren. Oder vielleicht doch das Kurze fahren, wenn wir eh so langsam unterwegs sind. Ja, ich glaube, wir fahren das Kurze. Zwecks der Geschwindigkeit. Damit wir auch irgendwann mal wieder ankommen. Bist du langsamer? So, was macht der letzte Wagen? Sind wir? Eigentlich wird es ja nicht, wenn Kebus hier hinten nicht schlecht. Kann man eigentlich von hier hinten eigentlich Gas geben. Was sagt da Fernsteuerung? Ja, wir werden langsamer. Geh mal ins Kabus rein. Dafür ist es da. Andererseits, ich sollte auch sehen, was vorne. Ja gut, also wir sind jetzt hier in der Kurve hier drin. Box, was seid ihr?
geht noch ein bisschen was. Ah, falsche Richtung. Wollte eigentlich mehr Leistung geben. Ich glaube, das geht gut. Ja, gar kein Problem. Sehr geil. Ich glaube, da vorne wird es noch mal ein bisschen steiler. Plus 2,4. Mal ganz kurz, was die Weiche da vorne macht. Die Weiche ist korrekt. Nice. Ah, eventuell. Da, das Kabus fährt jetzt da gerade erstmal rein. Den ganzen Anstieg. Und wir sind de facto oben schon. Es ist schon ziemlich geil. So, mehr Schmack ist. Ja, kommt auch die Temperatur jetzt. Zwar von der Hinterlokomotive, stimmt's? Ja. Weil die nicht so abtreten kann. Scheiße. Lüfter ist an. Ja. Oh shit. Leistung wegnehmen. Jetzt die Lok. Geht wieder retour. Sehr gut. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Stufe rein. Ja, bei der Stufe wird es auch wieder zu warm. Gut, bleib weiter jetzt unten, wenn so sein muss. Ich glaube, ohne den Slug wäre es ein bisschen kritisch gewesen mit hier rauffahren. Sag mal. Nee, doch, ist schon richtig. An die 10 km/h hier. Ich habe mir gerade überlegt, ob es Sinn macht, ob ich die Lok nicht von hier aus steuere. Dann habe ich hier die Temperatur ein bisschen besser hier im Blick. Ach, beziehungsweise er hat es ja eh richtig eingestellt. Kann ich ja von hier aus mehr Leistung geben.
20 ran. Und Temperatur steht fürs Erste. Kannst du mal das einbilden, aber ich glaube, die geht jetzt leicht zurück, so wie wir mal schneller werden. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal hier so hin. Naja, wobei, da sieht man es nicht so gut. Jetzt bräuchte man irgendwie eine Plattform hier auf der Seite. Ah, es ging mir irgendwie geiler, wenn wir schneller fahren würden. So, da ist gut. Was machen wir hier? Sehr gut, wir werden kühler. Also geben wir noch mehr Gas. Ah, oh, da ist die Lok jetzt schon ziemlich im Anschlag. Wait a moment. Denkst du dich jetzt hier? Schöniger jetzt. Ich glaube, wir sind erstmal gut dran. Ja, doch, wir werden kühler. Irre. Und irgendwo da hinten ist das Kabus. Oh, das Schlimmste haben wir jetzt eigentlich hinter uns. Also die eine Steigung da hinten, ich glaube, das kommt nichts noch steileres. Also zumindest bis zum... Oh oh. Sind wir da gerade ein bisschen gerutscht? Können wir vielleicht doch wieder reingehen? Nee. Schauen wir nach hinten. Da hinten ist es. Nice. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Länge, die man hier so fahren kann. Ich glaube, so wahnsinnig viel länger würde ich das jetzt nicht machen. Wenn man jetzt noch viel übertriebener ist, dann hätten wir jetzt auch noch einen Personenwagen dranhängen können. Aber mit so einem Zug dann im Personenbahnhof anhalten. Ich weiß ja nicht. So, erster Tunnel. Sollte ich mal nach vorne gehen und was? Kann ich die nächsten Weichen schon mal überprüfen? Sehr. Zug fährt ja eh nicht schnell. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier. Ja, siehst du. Ist zum Beispiel falsch.
Die Kurve wird spannend werden. 70 da rein. Niemals. So, und ich glaube, wir werden jetzt auch mal ein bisschen die Uhrzeit ändern, damit wir hier mal ein bisschen mehr sehen. Machen wir so. Und das haben wir mal Locktime. Oh, schon 32. Jetzt wird es ja doch langsam schnell. Ich würde mal sagen, unser Farmmax ist 40. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wir könnten natürlich jetzt auch mal das Lackteil entfernen. Um zu schauen, wie das dann leistungstechnisch ist. Ja, warum eigentlich auch nicht? Dazu. Am besten auf die Seite. Machen wir hier mal kurz die Bremse dicht. Und Sachen entfernen. Okay. Die Lok ist nicht unhappy mit mir. Da, ein bisschen ruhiger. Okay, Temperatur hier hinten. Kurz vor 75. Da sind wir kälter. Also eine alleine hätte es nie im Leben geschafft. Also hier oben, ja, ich glaube, solange wir nicht stehen bleiben. Aber den Aufstieg, nee. Ah, es gibt schon echt schöne Momente hier in D-Rail Valley. Also mit dem leichten Nebel hier. Schon schön. Ich freue mich auf die neue Map. Da haben sie ja... Ich glaube, bei Railroads Online soll ja demnächst ja auch eine neue Map kommen. Ich habe da das Teil von dem Q&A-Video angeschaut, was sie da so zu quatschen. Aber was ich also irgendwie am meisten gern hätte, wäre halt wirklich Performance-Update. Statt neue Features. Ich meine, es kommt ja das mit den Weichensteuern. Das haben sie schon gezeigt. Inklusive der Minimap. Also Gott sei Dank kommt es. Jetzt mit Extended. Dass es wegfallen ist, war das halt schon ein bisschen doof. Genau, 40 Safe Zone. Aber ich fand es auch interessant, dass die Frage kam, ob irgendwie so Vertragsarbeiten kommen. Das ist ja ähnlich wie in Railroader. Hat sie gesagt, zumindest fürs finale Release 1.0 noch nicht geplant. Und Railroads Online soll Ende des Jahres fertig werden. Und ob sie bis dahin die Performance-Issues haben. Seit das Spiel existent ist, gibt es Performance-Probleme. Meiner Meinung nach wird es ein bisschen zu wenig adressiert. Und ganz groß auf der Wishlist wäre natürlich ein bisschen Geomanipulationen. Es wird auch das Bauen vereinfachen.
Aber ich glaube, das werden wir so schnell nicht sehen. Nö. Das traue ich mich mit dem Zug einfach nicht. Ein Hotkey wäre jetzt praktisch, wo ich dann einfach zu dem Kabus hier hinten reinkommen würde. Okay. Wie habe ich das gemacht? Aber sieht irgendwie geil aus. Wie das da so rumnagelt. Aber ich möchte wieder rein. Wir werden schneller. Möchte ich das? Das ist doch alles Hazard, was ich hier mit habe, oder? Hazmat 1. Das nicht. Hazmat 1. Hazmat 1. Ah ja, zumindest ist die erste Stufe. Kann also Puff machen hier drin. Wenn jetzt rein von der Beladung. Ah, das ist Stickstoff. Da war Fisch drin, zumindest über der ersten. Stickstoff. Sauerstoff. Flüssig. Und Argon. Ja, interessante Mischung. Warte mal, Argon. Ist bei Hazmat, okay. Ja, 80 sagt er hier. Aber ich möchte mal meinen Controller rausholen. Ah, geil. So muss das. Ich glaube, ich möchte mal einen kleinen Tick reinbremsen. Da haben wir sie ja. So, was ich ganz vergessen habe, davor kommt noch eine Kreuzung. Da soll ich vielleicht gucken, ob die richtig ist. Wo ist sie? Achso, nee. Da kann ich gar nicht falsch fahren. Aber bei der nächsten hier. Müsste denn 6? Ja, also. Easy going. Bremsen schon, weil gleich geht's dann da hinten bergauf. Oh, geil, geil, geil. Also gerade der Sound jetzt so beim Vorbeifahren. Ah ja, gehen wir mal mit den Lok rennen. Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl. Da bei der Bergabpassage hier hinten. Komm, wir bremsen mal ein bisschen. Ja, das sollte man auch überlegen. Hafenstadt Stahlwerk D30, wo D30 ist. So, Stahlwerk. Stahlwerk A. Och, nee. D30. Ja, ich hab keinen. Bin ich jetzt doof? Nee. Abkuppeln. B3I. B3I. E-Gruppe ist da oben. Und wenn ich reinkomme. B3I. Ich glaube, wir kommen ja von Südwesten rein. Das zweite rechts. Oh,
Komm, wir bremsen hier nochmal. Und hier gehen wir auf den Weichenmodus. Sag aber mal. Ich sag bremsen. Ein bisschen mehr bremsen. Okay, das passt. Okay, gehen wir mal ganz kurz vor, mal ein bisschen cheaten hier. V6, das passt. B4 und einmal auf B3. Gut. Einzellok. Ja, wobei, komm, wir bleiben noch ein bisschen langsamer. Wir müssen dann eh einmal komplett durchfahren, weil das ganze Geschmier ja da hinten ist. Nein, ich glaube, ich will da nicht mit 30 reinfahren. Komm, brems. Bitte nicht versagen. Okay, jetzt sollten wir halt nur mit den richtigen Wagen hier anhalten. Sprich, die Wagen hier. Und das da hinten muss da hin. Glaube ich. Das heißt, einmal Lokomotive. Das passt. Ach shit, ich war die ganze Zeit im Gas drin. Das ist sehr schlau von mir. Gerade beim Bremsen. Ob das wirklich reinpasst? Es könnte eng werden. Das geht nicht, dass ich da hinten die Weiche nicht prüfe und eventuell ins Depot reinfahre. Ja, das machen wir. Wenn sie falsch sind, dann werden wir das frühzeitig merken. Ja, doch, das geht sich aus. Ja, bleib stehen. Jo, das sieht gut aus. Wir sind hinter der Tafel. Das kann weg. Schauen wir mal hier hin. Ja, schuh. Wir haben ein kleines Längenproblem. Das geht sich nicht aus, beziehungsweise Leckerbus muss weg. Okay, das ist aber kein Problem. Wir werden das jetzt einfach mal verschwinden lassen. Hallo. Dankeschön. Und hier auf der Seite auch noch mal kurz zu machen. Cedre, Funkgerät. Bitte einmal entfernen. Schaden.
Dankeschön. Und damit ich jetzt aber trotzdem hier noch meinen Spaß habe mit dem Verstärker, muss ich jetzt einfach mal hier hin spawnen. Spawner. Offener Wagen, wo war's? Flachen Wagen, geschlossener. Wieder zu Begleitwagen. Da. Also in der Originallackierung einfach nur furchtbar. Gut. Lock. Funkverstärker passt. Warte mal rückwärts. Oder, nee, dann müsste es vorwärts. Ich habe mich ja mit der anderen Lok gekoppelt gehabt. Und dann werden wir da vorne mal bis zum Anschlag fahren. Stückchen noch. Sehr gut. Das Ende wird dann einmal hier. Ja. Mal bis zur Tafel und dann geht sich das hoffentlich aus. Weil so viel Luft ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Reverse bitte. Das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. Jetzt stehen wir da ein bisschen drüber. Okay, was macht der Rest hier hinten? Das geht sich nicht aus. Okay. Nur mal testen. Und einmal da vorne. Ob er es denn vielleicht trotzdem nehmen würde, also abgeschlossen. So, Kollege, schau mal. Ich hab da das da. Bringe den Wagen von HBD 300 nach SMB 3 Sie waren unten Wagen gefehlt auf den Gras. Bringe sie her. Okay. Den will er nicht. Den will er. Okay. Shit. Das heißt, welche fehlen ihm da jetzt? 383. Welcher Verband hat er jetzt drin? Das ist 629. Okay. Ja, dann müssen wir da ein bisschen weiter reinziehen. Aber der Verband ist eindeutig zu lang. So. Remote Control. Vorwärts. Oh, das könnte jetzt ein bisschen dauern mit der Bremse. Erstmal auf 2 Stufen Gas. Und sobald wir hier hinter dem Schild sind, probieren wir es dann gleich nochmal. Und dann müsste man eigentlich idealerweise gerade die Rangieraufgabe machen, damit sich das hier wieder verteilt. Oh shit. Falsche Richtung! Und da war ja was mit Handbremse. Ich weiß, dass die andere noch drin ist, aber ich bin jetzt mal kurz faul. Gut. Geht doch.
So, das müsste reichen und dann kann ich das jetzt hoffentlich abgeben. Wie stehen wir denn jetzt hier? Eigentlich passt es hier. Wir sind halt am... Moment. Ich habe mich natürlich am falschen Schild orientiert. Ich bin so ein Held. Ja, jetzt ist gut. Wenn ich da von Anfang an weiterfahren, dann wäre das kein Problem gewesen. So, ich habe jetzt nur noch die drei Aufträge. Und dann machen wir hier mal 11. Habe ich jetzt aufgemacht oder nicht? Okay. Offen. Einmal zumachen. Beziehungsweise, nee, was? Bei dir lasse ich offen. Hier machen wir zu. So, perfekt. Und mein Timer sagt, das geht hier alles schon viel zu lange. Ich würde sagen, den restlichen Teil machen wir in der nächsten Episode. Aber das war jetzt echt mal ein kleines Abenteuer, hier mal mit diesem Megazug zu fahren. Aber ja, einen kleinen Teil haben wir ja noch vor uns. Bis dahin, wünsche euch eine gute Fahrt, macht es gut. Bis zum nächsten Mal in Deep Rail Valley. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.